Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel erkennt, heute das dritte und auch letzte Video zu einer Review-Thematik. Da mein Kritikvideo zu einer Review momentan wieder extrem viele Aufrufe generiert, welche viele Kommentare mit sich bringen, dachte ich mir, ich sag da nochmal was zu. Ich habe mir aus allen Kommentaren die häufigsten Vorwürfe gegen mich rausgesucht und will da heute mal darauf eingehen. Ich blende euch hier die einzelnen Vorwürfe mit Timestamps ein und diese findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, genauso wie das Skript, was ich mir hierzu geschrieben habe. Zwar habe ich in meinem Reaktionsvideo mit Classic schon auf viele Kommentare reagiert, allerdings sollte man gemerkt haben, dass ich viele sarkastische Dinge dazu gesagt habe und fast jedem Kommentar selbst kommentiert habe. Heute soll es aber primär um die häufigen Vorwürfe gegen mich gehen. Vorab allerdings noch, wenn sich der ein oder andere jetzt freut und denkt, dass mir die Kommentare nahe gehen, den muss ich leider enttäuschen. Wie ich die Kommentare auffasse, hängt von meiner Laune zu der Zeit ab. 80% der Zeit finde ich die Kommentare lustig, da sie teilweise so absurd und offensichtlich dumm sind, dass ich meistens darüber lachen muss. Wenn ich aber an manchen Tagen generell schon abgefuckt bin, fasse ich die Kommentare natürlich manchmal anders auf. Bevor ich zu den Vorwürfen komme, will ich euch allerdings zuerst erklären, wie mein erstes Video zu dieser Thematik entstanden ist. Zu der Zeit, als ich den Entschluss gefasst habe, das Video zu machen, war ich nicht mehr zu Hause. Ich war für 2 Wochen bei Verwandten zu Besuch und habe mir da das iPhone 12 Review von Kilian angeguckt und war direkt triggert. Das habe ich auf Twitter kundgetan und mein Tweet hat relativ viele Interaktionen bekommen. Sogar Kilian selbst hat darauf geantwortet. Und ja, mir ist klar, dass mein erster Tweet nicht nett formuliert war, aber das habe ich ja im ersten Video bereits gesagt und bedauert. Mich hat das Video also so abgefuckt, dass ich Classic gesagt habe, dass ich dazu ein Video machen will und aber nicht Bock hätte, mir dabei zu helfen. Classic hat sich am selben Abend noch hingesetzt und sein 6-seitiges Dokument dazu verfasst. Und ich habe mir natürlich auch selbst Gedanken dazu gemacht, wie ich das Video aufbauen will und habe dann mit Hilfe von Classics Dokument mein Video dazu gemacht. Zu der Zeit hatte ich allerdings nicht damit gerechnet, wie viele Aufrufe und Interaktionen das Ganze bekommen würde. So, genug zu der Entstehung von dem Video, kommen wir zum ersten Vorwurf. Ein relativ neuer Vorwurf gegen mich ist der, dass ich mit den Videos zu Kilian eigentlich nur Fame will. Ich würde also deswegen Beef mit größeren YouTubern anfangen, um mehr Reichweite, Klicks und Abos zu bekommen. Der Vorwurf ist, wie auch die anderen, absolut absurd. Ich konnte gar nicht wissen, dass mein Video so abgehen wird, nur weil man den Namen eines großen YouTubers in Titel schreibt, heißt das noch lange nicht, dass man deswegen extrem viele Aufrufe bekommt. Ich blende euch hier Beispielvideos mit dem Titel Ansage an Montana Black ein, die unter anderem sehr wenige Aufrufe haben. Abgesehen davon bin ich kein YouTube-Partner und verdiene mit diesen Videos deswegen genau 0 Euro und 0 Cent. Zwar bekomme ich Klicks, Bewertungen und Kommentare, welche mir aber auch nicht wirklich was bringen, außer dass ich im YouTube-Dashboard Zahlen hoch und runter gehen sehe. Außerdem werden die wenigsten, die das Video gesehen haben, mich weiterhin verfolgen, da sie eben nur wegen einer Review bzw. meiner Meinung zu ihm da waren und weil sie ihren Lieblings-YouTuber verteidigen wollten. Wenn man mal 2 Minuten darüber nachgedacht hätte, wäre man auch selbst darauf gekommen. Der nächste Vorwurf lautet, dass ich eine Review nur haten will. Auch wieder so ein Vorwurf, wo ich mir denke, würde man sich das Video länger als 15 Sekunden angucken, würde man merken, dass der Vorwurf Bullshit ist. Wie im ersten Video bereits erwähnt, schaue ich Kilian selbst seit mehreren Jahren aktiv und da hat sich auch nicht viel dran geändert. Nur weil man mal eine Sache kritisiert, hatet man die Person nicht gleich. Nochmal zur Erklärung, sowas nennt sich konstruktive Kritik und soll Kilian Feedback geben. Dann kann er selbst entscheiden, ob er die Kritik wahrnimmt und etwas verändern will oder auch nicht. Genauso steht es mir dann aber frei, die Videos nicht mehr zu schauen, wenn sie mir nicht mehr gefallen. Ich denke aber, dass jeder, der Online-Content produziert, sich freut, wenn man Feedback auch in Form von konstruktiver Kritik bekommt. Abgesehen von diesen Dingen sollte man auch an der Aufmachung des Videos und der Wortwahl von mir deutlich erkennen, dass dieses Video eben kein Hate-Video ist und auch keins sein soll. Ein Vorwurf, der auch oft aufkam, ist, dass das Video schlecht recherchiert sei, meine Argumente schwach wären und ich mich nicht informiert hätte. Wie bereits erwähnt, habe ich nicht mit so einer Aufmerksamkeit auf das Video gerechnet und stecke dann natürlich keine 100 Stunden Arbeit in das Video. Hätte ich das vorher gewusst, wäre das Video wahrscheinlich etwas länger geworden. Auch wenn es vielleicht nicht so scheint, so hat das Video doch mehrere Stunden gedauert. Zudem wollte ich das Video auch kompakt halten, damit sich möglichst viele das Video bis zum Ende angucken. Ich blende euch hier mal Screenshots ein, wie viel Prozent das Video bis wohin geschaut haben, beziehungsweise wann wie viel Prozent das Video abgeschaltet haben. Wäre das Video also deutlich länger geworden, was mehr Inhalt bedeutet hätte, so gehe ich davon aus, dass noch weniger Leute das Video bis zum Ende geschaut hätten, beziehungsweise viele das Video auch wegen der Länge gar nicht erst geschaut hätten. Also musste ich hier einen Kompromiss zwischen Inhalt und Länge des Videos finden. Allerdings dürft ihr auch nicht vergessen, dass ich mehrfach das 6-seitige Dokument von Classic erwähnt habe, wo ihr mehr Inhalt mit Belegen gefunden hättet. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten sich dieses Dokument ganz durchgelesen haben, beziehungsweise überhaupt angeschaut haben. Nichtsdestotrotz nehme ich diese Kritik zum Teil an und sollten nochmal solche Videos kommen, werde ich mir mehr Zeit nehmen. Eine Sache, die auch oft kommentiert wurde, ist, dass ich ein Apple-Hater bzw. ein Android-Fanboy wäre. Würde man sich das Video allerdings aufmerksam anschauen, würde man merken, dass nur weil ich Kritik an Apple äußere, ich nicht gleichzeitig ein Hater bin.
Ich kritisiere, dass Apple-Produkte ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und das ist nun mal Fakt. Allerdings gibt es auch Apple-Produkte, von denen ich sehr überzeugt bin. So finde ich, dass iPads die besten Tablets sind und Android-Tablets meiner Meinung nach noch nicht mithalten können. Auch finde ich MacBooks cool, auch wenn hier das Preis-Leistungs-Verhältnis furchtbar ist. Ich denke, der Grund, warum dieser Vorwurf aufkam, war, dass ich eben Kilians Sicht bzw. Reviews zu Apple-Produkten kritisiere, weil ich finde, dass diese zu einseitig sind. Das ist meine Meinung, die sowohl im ersten Video als auch im Classics-Dokument belegt ist. Zu der Sache, dass ich iPhones nicht mit Android-Handys vergleichen könne, doch, kann ich. Beides sind Handys und somit kann ich das Ganze auch vergleichen. Punkt. Wie auch immer man sowas nicht verstehen kann. Wie so oft verstehen einige den Unterschied von Bullshit-Schreiben und Meinung nicht. Sowas hier hat nichts mit echter Kritik zu tun und verfolgt kein Ziel, außer Hate zu verbreiten. Vor allem widerspricht sich der Kommentarschreiber hier selbst, weil sein Konsum meiner Videos ebenfalls CO2 verursacht. Sowas hat absolut nichts mit konstruktiver Kritik zu tun, aber das würde er auch noch lernen, wenn er in die 8. Klasse kommt. Zu meiner Kritik allerdings zu sagen, dass sie unnötig ist, ist genauso dumm wie die Aussage, dass man etwas nur kritisieren dürfte, wenn man es selber besser macht. Bruder, so funktioniert das leider nicht. Wenn er das selber glauben würde, wäre ihm aufgefallen, dass er mich auch kritisiert. Also soll er erstmal ein besseres Video mit derselben Anzahl von Klicks machen, bevor er mich kritisieren darf. Kappa. Laut seiner Aussage dürfte man also auch keine Politiker kritisieren, weil man dafür ja selber Politiker sein müsste, um es besser zu machen. Hierdran wird sehr schnell deutlich, wie dämlich dieser Kommentar eigentlich ist. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich hoffe, dass sich viele Kommentarschreiber dieses Video hier angeguckt haben und die Leute merken, wie lächerlich einige Vorwürfe sind. Ich habe kein Problem damit, wenn ich kritisiert werde. Dann aber auch bitte vernünftig und konstruktiv und nicht irgend so ein Müll, nur weil man was gegen seinen Lieblings-YouTuber gesagt hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da, abonniert auch gerne diesen Kanal, damit ich noch famer werde. Ciao.